Willkommen zu Luigi's Mansion 3. Wir sind hier in der Pyramide, die in einem Hotel liegt, was absolut Sinn ergibt. Glaube ich. Wir sind hier in der Pyramide, wie ich schon gesagt habe. Und was bestimmt auch niemand gedacht hätte. Und müssen jetzt hier irgendwie wieder raus. Wer hätte es gedacht? Niemand bestimmt. Aber die Pyramide ist eigentlich ganz cool. Nein, nicht deswegen. Weil jetzt die nervigsten Gegner im ganzen Spiel vorkommen. Nämlich die Mumien. Super tolle Gegner, die es auch schon in Luigi's Mansion 2 gab und da eigentlich nur genervt haben. Aber hier kann man sich tatsächlich leichter besiegen. Ja, was man machen muss, muss sie umwerfen mit Hilfe des Druckschramplers und dann ausziehen. Ich weiß, das klingt so falsch, aber man macht ja nichts anderes. Und dann entpuppen sie sich aber nur als Laiengeister. Der überlebt hat? Ja, wo ist er jetzt? Hallo? Ah, da bist du. Dann komm her. Oh. Tschüss. Komm uns auch machen, ne? Achso, es war der Einzige. Okay. Aber diese Mumien kommen später noch mehr vor. Freue ich mich jetzt schon drauf. Nicht. So, geh mal hier rein. Oh nein, das ist gleich mal der beschissenste Raum von allem. Denn das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass wir jetzt hier mehrere Rätsel lösen müssen, ne? Und das hier ist das Schlimmste von allem, meiner Meinung nach. Zur Erklärung. Wir müssen jetzt hier, das hier ist eine Waage und hier müssen wir das richtige Gewicht draufstellen, um jetzt in dem Fall, um den Zeiger zum Grutti zu bewegen. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir Schaden. Und, okay, versuchen wir es mal so. Klappt das schon? Hier seht ihr jetzt. Also einfach hier anleuchten und dann reicht natürlich ganz knapp nichts. Ja, und dann kriegen wir eine reine. Will ich irgendwas entfernen? Vielleicht reicht es mit zwei, wer weiß. So. Aber ich darf mich nicht selber draufstellen, weil mein Gewicht wird natürlich auch mit berechnet. Ja, und dann ist es zu leicht. Seems legit. Okay, versuche ich es mal mit der Vase hier. Vielleicht ist die ja gerade. Wobei die müsste ja sogar schwerer sein, kann es sein. Aber ich versuche es zumindest. So. Und? Ja, dann passt's. So. Aber jetzt wird es eigentlich nur noch schlimmer. Denn jetzt können wir nicht mehr raus und es kommen Stacheln von oben. Und wenn die uns erwischen, sind wir tot. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug sogar langsamer machen. Leichter. So. War so leicht, dass es ganz unten ist. Und? Reicht das schon? Nee, es ist immer noch zu schwer. Ja, was soll ich dann noch wegtun? Das war doch schon alles. Ich meine, jetzt steht da gar nichts mehr drauf. Was, vielleicht nur Luigi drauf? Versuch's mal. Und? Nein, Luigi ist schon zu schwer. Hä? Hat sich gerade das Zeichen geändert? War doch gerade was anderes. So, jetzt habe ich wertvolle Zeit verloren. Ach komm schon. Oder versuche ich es mal eben ohne Luigi. Oder warte, ich versuche mal was anderes. Und zwar schnell, viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Achso, da war eine Spinne drin. Ich habe schon gefragt, was ist die Vase kaputt gegangen? Antwort, da ist eine Spinne drin gewesen. Und? Okay, jetzt passt's. Gut. So. Aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Also machen wir das Ganze noch zum dritten Mal. Und jetzt muss die schon ziemlich schwer sein, aber sie darf auch nicht zu schwer sein, ne? Reicht das vielleicht so schon, ne? Nein, tatsächlich nicht. Ja, und immer, ihr seht ja immer, wenn wir failen, kriegen wir auch ein bisschen Schaden, ne? So, hier ist so. Komm bitte, sag mir das reicht. Nein, natürlich nicht. Aber ist es dann mit Luigi nicht schon zu schwer? Versuch es mal. Und? Nein, mit Luigi ist es sogar noch zu leicht. Vielleicht brauche ich nochmal so eine Goldstatue. Ich meine, das ist das Einzige, was ich jetzt noch draufstellen kann. So, jetzt. So, wie sieht es jetzt aus? So, leuchtet es halt auch an, Luigi. Jetzt ist es zu schwer. Ja, super. Also muss ich jetzt hier sterben?
Immer noch zu leicht. Okay, dann nehmen wir halt auch noch die andere Goldstatue. Wenn es dann noch zu leicht ist, dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. So. Jetzt ist alles Mögliche drauf. Jetzt muss es doch mal schwer genug sein. Nee, das ist zu schwer. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, mir bleiben noch so maximal 2 Versuche. Dann tue ich mal die Vase hier runter. So, und jetzt. Schnell, 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 schnell. Komm, bitte sag mir, das ist genug. Ach komm. Ach kommt schon. Jetzt habe ich schon verkackt, oder? Ja, das war's. Ach stimmt, stimmt, ich habe ja noch einen Goldknochen. Ne? Aber das hilft mir doch jetzt auch nicht mehr weiter. Der wird doch jetzt einfach nochmal zerquetscht. Naja, ihr seht jetzt zumindest, was passiert. Also der Polterpinscher kommt vorbei, schlägt Luigi ab und dann hat er einen zweiten Versuch. Aber das bringt mir doch jetzt auch nichts mehr. Obwohl doch, jetzt sind die wieder ganz oben. Okay. Also wird das auch nichts. Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich nochmal mehr Zeit bekommen. Na dann. Ja, aber so wird das auch nichts. Oh, immerhin war da noch ein Herz drin. Gut, dann stelle ich die Vase halt eben nochmal rein. Ne, so wird das nichts. Dann eben so. Jetzt richtig Ziel und dann... Ja, ne, das ist... So eine hohe Reichweite hat der Strohblitz leider nicht. Und... Okay, jetzt hat's geklappt. Naja, auch wenn ich jetzt meinen Goldknochen dafür verbraten musste, immerhin hat es funktioniert. So, und jetzt kommen wir weiter. So, wobei, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich kurz was schauen. Bis gleich. So, kann weitergehen. So, dann ziehen wir doch mal da dran. So sind wir auch reingekommen. Und so kommen wir auch wieder raus. Und jetzt... rieselt das halt nicht mehr weiter, beziehungsweise doch noch ein bisschen, aber er bildet sich jetzt weiterhin Schlangen, so Steinschlangen, und dann kommen wir nach und nach wieder raus. So, und jetzt kommen wir auch schon mal aus dem Raum hier wieder raus. Also ja, hat sich gelohnt. Ach, wobei doch nicht. Weil jetzt so ein paar Geister noch meinen, sie müssten mich aufhalten. Na super. Oh, was hat das Team geöffnet? So. Dann komm her. Super. Also eigentlich sind diese Geister hier echt nicht mehr hart, aber irgendwie stelle ich mich gegen die gerade da an. Scheiße. So. So, Tour for Kind. Und den großen hole ich mir auch gleich. So, erstmal den kleinen noch und jetzt zu dir. Oh, und jetzt ab auf den Boden. Das reicht leider noch nicht. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Du kannst dich doch überhaupt nicht verstecken, gibst du. Wobei, ich glaube, das ist sogar tatsächlich so. Die roten Geister, die können sich absolut nicht verstecken. Die normalen so ein bisschen. Und die lilanen, also die Schreckgeister, ich glaube, so heißen die, die können sich besonders gut verstecken. Oh. Hm. Oh Gott, Berufe sind einfach von unten. Weißt du, ich soll hier noch nicht rein. Ich mach's aber trotzdem. So, was ist das denn? Oh, ich glaube, ich erinnere mich daran. Jetzt stimmt, es kommen diese Kugeln hier. Muss man da reinschießen. Und dann geht's hier weiter. Oh. Aber jetzt wird sie noch auch gefährlich, denn jetzt kommt hier Giftgas in den Raum. Na super. Das muss man schnell beeilen. So. Luigi wird es nämlich immer wieder 5 Schaden nehmen. Er wird es hier nicht schnell stoppen. Jetzt müssen wir aber dafür erstmal die Kugeln finden und die Löcher damit stopfen, ne? So. Und dann. So. Aber erst, ich finde das mit den Stacheln um einiges schwieriger als das hier. Das hier geht noch. Da muss man halt ein bisschen rumsuchen, aber das war's halt tatsächlich auch schon, ne? Ich glaube, du gehörst hier rein. Ne? Ja. Sind denn die anderen zwei? Also immerhin gibt es ja noch Herzen. Ne?
Also ist es nicht ganz so hart. Das ist schon ganz gut hin, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube, die letzte Kugel ist tatsächlich hier irgendwo. Kann das sein? Wohl auch doch nicht. Die wäre hier tatsächlich. Na, wo ist die denn zum Teufel? Ne, hier war ich noch nicht. Oder ist die in einer der Vasen? Muss ja so sein, das andere geht ja nicht mehr. Die sind ja, die Vasen sind doch bestimmt nicht umsonst. Und nicht nur deswegen, weil da drin Herzen drin sind. Will ich damit sagen, ja. So. Sag ich doch. Hier ist sie. So. Okay, hat geklappt. So. Nochmal entschärft das Ganze. Aber trotzdem würde ich sagen, hier kann man nicht so wirklich down gehen, ne? Also das ist wirklich sehr anfängerfreundlich. Anders als das mit den Stacheln, ne? Wobei anfängerfreundlich sollte es ja eigentlich gar nicht mehr sein. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen, würde ich sagen, ne? So, und jetzt schließe ich das Ganze hier noch mehr. Aber eine Steinschlange fehlt noch. Bis wir hier endgültig weiterkommen. Und jetzt kommen wir auch wieder raus. So. Aber hier war doch noch irgendwas, da erinnere ich mich dran. So, kabum! Siehst du, hier ist nämlich noch eine Kugel, wobei es keine Kugel ist, eigentlich eher so ein Stein, der aussieht wie nix. Und der hat auch eine Bedeutung, denn hier ist was. So, rein damit. Hier ist nämlich noch ein ganzer Geheimraum mit einem Juwel. So, dankeschön. Fehlen uns noch zwei. Dann. Aber hier ging es nicht einfach so. Hier ist nämlich noch tatsächlich noch eine Mumie. So, dann. Und die Mumie ist ein Geldgeist. Na dann. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt noch ein normaler, aber nein, das ist tatsächlich ein Geldgeist. Gut, dann kann ich ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, komm her. Und. Ja, einmal entkommt er mir noch, aber immerhin hat er einiges an Geld liegen lassen, ne? So, aber jetzt hab ich dich. Ja. Und deine Kohle gehört mir. Ja, so Pyramiden haben auch was Gutes. Man kann da in denen doch ziemlich schnell reich werden, ne? Weil die ganzen Pharaonen doch sehr viel Geld hatten. Naja, aber sie hatten auch die Mumie, das ist das Problem. Ja. Dann komm raus. Oh. Ja, du bist doch eh nur so ein Anfängergeist. Ich brauch doch jetzt kein Schwein mehr. Oh. Ist irgendwie komisch, dass sie jetzt noch vorkommen, aber gut, das ist eine Sache, die hat jedes durch diesen Menschen. Oh scheiße, der Berufessen gibt's ja auch noch. Den habe ich ganz vergessen, ne? Hä? Kommst du her? Wieso ist der keine Mumie? Einfach so gespawnt. Und dann. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. So, und jetzt noch der letzte. Schreckgeist? Los, fall um. Scheiße. Jetzt. Nein, ich will ihn jetzt gar nicht aufsaugen. Ich will jetzt erstmal die Mumie hier demaskieren. Das ist auch ein Schreckgeist? Scheiße, das habe ich nicht beide erwischt. Dann komm erstmal. Ja, du hast mich vorhin dran gehindert, die Mumie auszusehen. Auf dich habe ich einen viel größeren Hass. Ja, verdammter Buhfelsen, ne? So, aber immerhin haben sie es hier durch den Sand schwieriger, dich zu verstecken. Siehst du, sag ich doch. Man sieht. Oh, lass mich los. So, komm her. Aber ich kann die hier irgendwie gar nicht so richtig aufsaugen. Warum denn nicht? Also ich kann sie ansaugen und es macht denen Schaden, aber. So aufsaugen kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. So, jetzt hier ist er. Oh. Aber jetzt kommst du mal her. Was zum Teufel? So, dann gehe ich halt eben näher ran. Also erstmal leuchte ich ihn und dann gehe ich näher dran. Aber da kommt der Berufelsen schon und macht den Strich. Oh, okay, doch nicht. Den konnte ich immer noch aufsaugen. Wollte gerade sein, der macht jetzt einen Strich durch die Rechnung, aber hat er nicht. Aber ich habe jetzt so viel wenig Leben. Hallo, letzter Dreckgeist, wo bist du? Da bist du. So. Ich hoffe, ich gebe dir Herzen. Ne? Ich kann sie jetzt gut gebrauchen. Ne? Ja. Nein, gibt er natürlich nicht. Super. Ist vielleicht im Sand noch irgendwie was? Ich habe jetzt nämlich nur noch 19 Leben und ich habe keinen Bock nochmal zu sterben. Ach, interessant. Der erneut sich auch immer. Klar, wenn hier immer wieder Sand reinströmt, dann macht das Sinn. Ne?
Kann man eigentlich die Gräber irgendwie leeren, ne? Also beziehungsweise selber aufmachen, ne? Kann man, aber hier ist noch ein weiterer. Den nehmen wir noch kaputt. Und da ist noch einer. Ein Grab in einem Grab in einem Grab. Kann man auch sagen. Oh, das ist ein Juwelengeist. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder dass ich nachgeschaut habe. Oh, bleib stehen. Jetzt, wo der Berufwesen schon mal nicht da ist, nehme ich dich auch gleich mit. So. Damit fehlt nur noch ein Juwel. Ah, scheiße, ich höre den Felsen doch schon wieder. Geh mal schnell rein. Oh, ein Herz. Ein Herz, komm her, Herz. Und noch eins. Oh, aber auch Giftschlange. Ja, dann. Ich weiß nicht, ob wir mit denen schon eine Bekanntschaft gemacht haben, aber wenn die mich erwischen, passiert das hier. Ich verlangsame einen kurz. So. Na komm hier. Ja, immerhin gibt es hier ein paar Herzen. Ne? Oh, lasst mich doch einfach in Ruhe, wisst ihr? Man kann sie einfach besiegen, indem man sie entweder aufsaugt oder man sie einfach mit dem Strohblitz los wird. Genauso wie alle anderen kleinen Tiere. Oh, da ziehe ich doch mal dran. Oder auch nicht. Denn auch hier kommen wir nicht einfach so wieder raus. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So. Kommen hier die Laser da tun. Das hat sich aber von Bowser abgeschaut, weil der hat das auch schon gemacht. So, und die müssen wir so schnell möglich deaktivieren, ansonsten machen sie die Kette kaputt und Sachen kommen runter. Oder zumindest die Decke kommt runter. Oh, na dann. Das reicht natürlich nicht. Was zum Teufel, wieso klappen heute überhaupt nicht so, wie es soll? So, das ist erste Laser schon mal weg. Der zweite auch. Hier ist nur noch du. Ja, toll, so ein Schreckgeist ist es auch noch hier. Aber kann ich den jetzt nicht auch einfach ignorieren? Ich muss den jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Ne? Kann ich ja auch doch machen, wenn der Laser da weg ist. Boah, das mache ich jetzt auch. Siehst du, der ist nämlich jetzt doch schon ziemlich weit, aua. So. Gut, dann wäre das schon mal erledigt. Fehlt nur noch der Schreckgeist. Also, wo versteckst du dich? Ja, ja, hier im Stand, da kannst du dich nicht wirklich verstecken, ja. Nicht ohne, dass es mir nicht auffällt. So. Oh, der ist schon wieder weg. Also, wo bist du? Hinter mir natürlich, was denn noch sonst? So. Und rein mit dir. Oh, damit wären wir hier auch fertig. Diesmal kann ich mal den Schalter drücken, oder? Ja, kann ich. So. Kann ich hier noch irgendwie ein paar Herzen rauskriegen? Ja, kann ich. Immerhin habe ich jetzt wieder 79 Leben. Das reicht mir fürs Erste. So. Und nun drücken wir den letzten Schalter. Und dann haben wir... Und dann haben wir es geschafft. Oder? Jetzt müssen wir doch eigentlich bis ganz nach oben kommen. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. So. Dann Luigi. Und du hast ja auch schon ziemlich gut aufgeräumt. Wir haben fast alle Juwelen. Und den Beruf können wir sowieso erst bekommen, wenn wir es dieser Möchtegern-Kleopatra gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, was ihr richtiger Name ist. Naja, das kann man ja bestimmt später rausfinden. Ne? Ja, kann man auf jeden Fall. Spätestens, wenn ich sie eingesaugt habe und in die Galerie gehe. So, jetzt geht's nach oben. Aber die Geister haben natürlich was dagegen. Ja gut, aber jetzt nur diese Billiggeister sind. Wovon mich einer tatsächlich sogar erwischt hat. Oh, aber hier können sie sich immerhin nicht verstecken. Ja. Oh, ich müsste es nochmal schaffen, dass ich mehrere auf einmal passe. Oh, habe ich sogar hingekriegt. So. Und du bist auch weg. Natürlich, meine Lieblingsgeister kommen auch wieder vor. Weil wir hier noch nicht genug Schreckgeister hatten. Und die Heavies. Ja, wobei, die halten nur viel aus. Die sind jetzt... Also, beziehungsweise, man kann denen leicht ausweichen. Die machen zwar viel Schaden, aber... Die können jetzt nicht zu den gefährlichsten Geistern, sage ich jetzt mal. Bleib stehen! Oh.
Aber es nervt, dass sie so viele KP haben und dass man die nur von hinten, ne, grabben kann, ne? So. Aber wir haben es geschafft. Oder? Wird da noch einer? Ja, doch, sonst wäre es ja wieder offener. Ach, das ist wieder so ein Schreckgeist. Es waren zwei. Ich dachte, es wäre nur einer gewesen, ne? Ja, ja, doppelt hält besser, nicht wahr? Wo bist du jetzt? Ja, hier. Er ist nicht so schlau, sich einfach so an mich anzuschleichen, während man dem Sand alles sehen kann. So. Das war's. Und gehen wir rein. Oh. Ja, wir sind noch nicht wieder am Ausgangspunkt. Wir sind noch hier in so einem Gang, sag ich jetzt mal. Oh. Und weg mit den Scheinchen. Wobei, was ist denn Vasen drin? Oh. Ja. Oh, eine Goldspinne! Oh, das ist ja auch, dass ich die noch gesehen habe. So. Ja, das sah ja schon zu verdächtig aus. Schnell weg hier. Oh, scheiß Spinnen, haut ab. Hier gibt es so viele Scheine, aber ich kann euch jetzt nicht gebrauchen. Ne? Na weg, scheiß auf die Scheinchen. Mein Leben ist wichtiger, glaube ich. Obwohl, jetzt tut mir das wird auch ein bisschen leid. Oh, weg mit euch Spinnen. Ne? Brauche euch nicht. Hier gibt es viel zu viele von euch. Wisst ihr es? Was ist denn mit der Vase hier? Die sieht so verdächtig aus. Ja, hier ist, war nämlich noch was anderes drin. Ne? Ach, nämlich eine. Nämlich ein Kelch, den ich anzünden kann. Ne? Und eine Luigi-Hieroglyphe. Super. Ja, probier's mal aus. Achso, er versucht sich so aufzustellen wie die Hieroglyphe. Und genau das war das Richtige. Denn wir sind wieder im Sarkophag-Saal. Oh, hi. Stimmt, dich gibt's ja auch noch. Na komm, bleib da. Ich bin doch bitte noch nicht fertig. Ja, natürlich verhaut sie wieder ab. Weil ich musste mich auch in eine Pyramide einsperren. Aber davor raub ich sie aus. Meine. Dies als Preis dafür, dass du mich in deine Pyramide eingesperrt hast. Dann wirst du doch bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich mich noch ein bisschen in deinen Sachen vergreife. Zum Beispiel deine Vasen kaputt mache, deine Kissen aufsauge. Und. Und hey, du kannst mich nicht ver. Du kannst mich da nicht verklagen. Du wolltest, hast mich in eine Todesfalle gelockt. So. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist ein bisschen was. Oh, da ist sogar was für den Schuhblitz. Wie jetzt nur ein Scheinchen? Ach nee, das sind noch mehr. Da kommt noch mehr. Ja, ja, noch was? Nee, das war leider schon alles. Okay, dann gehen wir zu ihr. Ja. Na dann, aber natürlich muss auch sie sich in irgendwas verstecken. Wie ging das denn nochmal? Einfach alles aufsaugen? Ja, ich glaube, da muss man noch sehr viel mit dem Druckstrampler arbeiten, ne? Ja, aber eigentlich lautet die Devise schon einfach alles aufsaugen, ne? Oh, jetzt verschwindet sie hier. Hallo? Ah, da ist sie. Ah. Also ist es eigentlich so eine Kleopatra oder eine Medusa? Den Schlangen. Musste ich schon entscheiden. Scheiße. Bleib. Hey, wieso regst du dich auf? Du hast mich doch getroffen. Und wieso konnte ich sie jetzt gerade nicht treffen? Ich habe sie doch total. Ich habe sie doch eindeutig dem Strohblitz erwischt. Also, das ist ja nicht Betrug. Oh, dann nehmen wir halt nochmal. Oh, scheiße. Man sieht doch sogar, wann die angreifen und ich schaff's trotzdem nicht rechtzeitig zu reagieren. Ne? Was zum Fick? Sorry, dass ich es gesagt habe. Aua. Na komm her. Was? Haben die beim ersten Mal nicht nur 10 Schaden gemacht? Wieso machen die jetzt auf einmal 20? Und ja, ich bräuchte auch mal wieder Herzen. Ne? Wäre das möglich? Aber wirklich, ich brauche langsam Herzen, sonst schon sterbe ich hier nochmal. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Okay, jetzt sind wir es endlich los. So.
Wo muss man das machen, ne? So, da ist sie. Und jetzt geht's ja an den Kragen. Zeit, dich wieder in den Sarkophag zu legen. Aber diesmal für immer, klar. Wo ist sie denn jetzt? Weil das darf man nicht vergessen, ne? Die Geister sind vermutlich. Die ganzen Geister, das sind vermutlich auch einfach irgendwelche Tote, die nicht mit dem Tod klarkommen und mir jetzt das Leben schwer machen wollen, ne? Weil sie mit König Buhu arbeiten oder so. Bei der Faust, da muss man keine Angst haben, die kann man einfach mit dem Druckschrampler vernichten, ne? Oh. Geht Regen? Ja, okay, ich dachte schon, der zieht automatisch nach oben. Tut er aber gar nicht mal. So, dem hier auszuweichen ist eigentlich total einfach, weil es wird ja sogar angezeigt, wo sie rauskommt. Jetzt macht sie es sogar gar nicht mal. Es gibt auch manchmal so Phasen, da macht sie einfach gar nichts. So. Aua. Oh, aber immerhin hat er ein Herz ausgespuckt. Bleib doch mal stehen! Ja, jetzt kommt sie wieder. Aber ich glaube, es gibt doch so Phasen, da heilt sie sich quasi mit ihrer Sandskulptur. Weil da renne ich jetzt einfach weg. Wobei die eine. Hat die eine gerade angetäuscht? Ja, wovon habe ich den Schaden genommen? Ach stimmt, das kann sie auch noch. Ich kann das Ganze so einen Ball formen und dann macht sie so eine Druckwelle. So, aber jetzt kommt. Jetzt bist du wieder schutzlos. So. Und dem kann man immerhin leicht ausweichen. Ne? Aber die gibt doch da manchmal leicht so kleine, so ein bisschen Medusa-Hase. Also ich glaube, die soll echt so eine Mischung aus Leopatra und Medusa darstellen. Ne? Schon irgendwie lustig. Dann. So. Die Musik ist auch nicht cool. Ach, da ist wieder die Sandfaust. Also da waren die Sandfäuste aus Mario 64 bedrohlicher als du. Glaub mir. Oh. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Oh, weiter ist sie. So. Komm her. Langsam reicht's mir nämlich. Oh, hier einfach weglaufen. Oh, wie lange die jetzt warten, ne? Aua. Haben sie mich doch tatsächlich getroffen, ne? Und jetzt sieht's schon wieder eng für mich aus. Jetzt kommt mit dem Druckweltangriff. Oh, ich dachte schon, ich werde es davon noch getroffen, ne? Dabei kann man dem eigentlich echt recht leicht ausweichen, ne? Jetzt wird's hier doch nochmal spannend. Gibt es irgendwie nochmal Heilmöglichkeiten für mich? Ja, gibt es, aber ich jetzt noch irgendwie das Herz. Okay, ich hab's doch gekriegt. Aber die Frage ist, ob mir das jetzt noch irgendwas helfen wird. Da kommt sie nämlich schon wieder. Oh, und jetzt geh doch endlich kaputt. Danke. So, beim nächsten Mal soll es auch gewesen sein. So. So. Und dann ab in den Schreck weg. Oh. Die Zeit der Ägypter ist nämlich abgelaufen. Also auch deine. Ja. Also, das ist irgendwie ein bisschen falsch. Naja, was soll's. Gleich drei Herzen. Ne? Und die habe ich diesmal auch bitter nötig. So. Ja, diesmal haben wir uns den Ausdrucksknopf sehr hart erkämpft. Und wir sind ja noch nicht fertig. Es fehlen noch zwei Sachen, nämlich das letzte Juwel und der Buhu. Und um diese zwei Sachen werden wir uns im nächsten Part kümmern. Jetzt zeige ich euch noch letztes Mal, wie Luigi den Ausdrucksknopf einsetzt. So. Oh, ja. Yeah. Yeah. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Die Welt der Wunder ist das nächste Kapitel, beziehungsweise das nächste Stockwerk. Interessant. Tja, dann bis zum nächsten Mal. Und Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.